Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Colonel E.H. Taylor, Kentucky Straight Bourbon Small Batch. Also kostet 99 Euro das Zeug hier von Buffalo Trace bzw. Zacharets. Und es gibt auch noch ein Single Barrel Colonel E.H. Taylor, 139 Euro. Wow, Leute. Also, ja, 7 Jahre alt. Ich schenke hier schon ein. Wer war Colonel E.H. Taylor? So, wir müssen ganz, ganz weit zurückgehen. Im Jahr 1830, am 12. Februar, wurde er da Columbus, Kentucky, geboren. Und der Edmund Haynes Taylor war irgendwie von seinen Eltern ausgesetzt worden, wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Ich weiß nur, dass sein Großonkel ihn erzogen hat, nämlich Zachary Taylor. Zachary Taylor kenne ich aus der Geschichte, denn er war Präsident der Vereinigten Staaten. So, er hat ihn dann erzogen, bei ihm zu Hause mit aufgenommen. Der Colonel E.H. Taylor war natürlich irgendwie Militär, deshalb hieß er auch Colonel, aber hat auch eine Lehre gemacht als Banker. So, 1869, also im Alter von 39, kaufte er eine Distillerie. Er nannte diese Distillerie um in Old Fire Copper, OFC. Wenn man auf einige Flaschen von Buffalo Trace draufschaut, die ein bisschen älter sind, sieht man immer noch OFC, denn das war der Ursprung von Buffalo Trace. Und er war derjenige, das erste Mal darüber nachgedacht hat, auch über Fass, Holz und Lagerung. Denn damals war es nicht üblich oder nicht immer gängig, Whisky zu lagern, sondern man hat Tabak reingeschmissen, um ein bisschen Farbe zu bekommen. Man hat auch Saft da reingekippt, man hat auch verschiedene Sirup da reingekippt, damit es eine gewisse bräunliche Farbe bekommen sollte. Damals hat man nicht E150 oder was auch immer unser Farbstoff heute ist. Man hat ein bisschen nachgeholfen und er wollte das nicht. Er hat ein Lagerhaus errichtet, der ein bisschen Klima kontrolliert war. Das heißt, er konnte das ein bisschen erheizen da, gerade eben auch im Winter. Klimaanlage war noch nicht geschaffen, deshalb konnte man es im Sommer noch nicht abfüllen. Er zusammen mit dem Treasury Secretary, also Beziehungen, Papa war damals dann da, oder sein Ziehvater war damals Präsident der Vereinigten Staaten. 1897 hat er zusammen mit John Carlisti, keine Ahnung, ob ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe oder nicht, Bottled and Bond, das erste Mal in den Büchern, auch in den Gesetzen der Vereinigten Staaten verankert. Das hieß damals, man musste eine mindestens Anzahl von Jahren auf jeden Fall diese Whisky lagern unter der Aufsicht der Vereinigten Staaten. Und das sollte auch natürlich eine gewisse Qualitätskontrolle sein. Dieses wurde immer wieder verändert durch die Jahre hindurch. Also 4 und dann mal war 6, 8, ich glaube einmal war es sogar 18 Jahre oder was. Wahnsinn. Da war auch viel Politik da mitgespielt hat. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, auch über die Geschichte von Whisky, den ich mal als Hörbuch gehört habe. Und dieses Whisky-Hörbuch ist echt richtig, richtig interessant. Und das Interessante ist auch, dass man diesen Link unten anklicken kann und dort bei Audible kostenlos dieses Hörbuch Kentucky Whisky, also The History, es war auf Englisch, ich habe es auf Deutsch, glaube ich, gar nicht gefunden, dass man das denn da durchlesen kann. Es heißt Kentucky Bourbon Whisky und total super tolles Buch und absolut zu empfehlen. Man kann sehr, sehr viel davon lernen. Kentucky Bourbon Whisky, an American Heritage heißt das. Ich habe dadurch sehr, sehr, sehr viel da gelernt und wenn ihr unten klickt, könnt ihr zu Audible hingehen, ein kostenloses Monat, denn da auch ein Buch umsonst runterholen, danach euer Abo von mir aus dann kündigen. Ich bin ehrlich gesagt, also über 10 Jahre schon,
bin ich schon bei Audible, wo ich jeden Monat zwei Bücher bekomme und eins davon war das und fand ich echt cool, die Geschichte von Bourbon da kennenzulernen. Okay, genug davon. Wir sind bei Colonel E.H. Taylor und Colonel E.H. Taylor war praktisch eine ganz wichtige Figur hier bei der Geschichte von Buffalo Trace. So. Lass uns sehen. 100 Euro, ob das wirklich in meiner Nase so gut ist, wie ich hoffe. Ich wurde diese Woche oft enttäuscht. Ich habe solche hohe Erwartungen und bekommen habe ich das. So. Das riecht gut. Nicht ganz so viel Orange, wie ich erhofft habe. Aber das ist jetzt hier, wenn ich richtig informiert bin, Mashbill Nummer 1. Da ist weniger Roggen da drin. Als zum Beispiel bei Blanton's, als zum Beispiel denn bei Rock Hill, als zum Beispiel bei Hancock President Reserve. Immer noch, ich habe kein Sample bisher bekommen. Falls du ein Sample vom Hancock hast, das reift, das riecht reif. 7 Jahre alt nur. Nur. Und das wird immer, also 50% ist das auch Alkohol, also schon einiges ist dabei. Da entwickelt sich etwas im Glas. Und ich bin dabei, das echt einfach mal zu erleben, wie sich das so entfaltet. Also, da kommt schon ein bisschen Orangenschale dazu. Tabak ist eindeutig dabei. Oh wow, da war wirklich mehr Tabak als sonst dabei. Also durch diesen Schwenken hier. Also getrocknete Tabak. Ich bin kein großer Fan vom Tabak. Deshalb bin ich auch ein bisschen im Schwanken hier. Sehr tief, komplex, rund, weich, bis hin zu süß. Da ist nichts da drin, was irgendwie scharf, kantig, eckig ist, sondern alles, was ich in der Nase habe, sagt, ich bin smooth, ruhig, rund, komplex, tiefgründig. Also, coole Sache. Sehr, sehr, sehr gut. Lass uns mal probieren. Okay. 50% kommt durch. Bisschen hart. Nicht zu hart. Aber ich werde gleich einen Tick Wasser dazu tun. Wenn es zu stark ist, bin ich zu schwach. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Zwei, drei Tropfen waren das jetzt hier. Baron und Bond könnte draufstehen. 50% hat er es. Mehr als 4 Jahre alt ist es auch. Keine Ahnung, ob es in Lagerhäusern denn dort aufbewahrt wurde, der von der Vereinigten Staaten auch reguliert und abgeschlossen worden. Oh wow, durch diese zwei Tropfen Wasser kommt so viel mehr Aroma dadurch. Das Zeug ist richtig, richtig hier gut. Tabak ist immer noch dominant. Aber dieses Mal nicht negativ. Also ein bisschen zu altes Leder. Klee sehr gut, Honig, Toffifee, Butterscotch. Wow, gutes Zeug hier. Nun, ich probiere ein zweites Mal. Wow, das ist wirklich besser mit Wasser. Nur ein paar Tropfen, wirklich. Also ist immer noch ein bisschen hart. Komplex, tiefgründig. Keine Ahnung, ob Bourbon tiefgründig sein kann, aber sehr, sehr komplex.
Alles, was ich will an einem Bourbon, ist praktisch mit da drin. Auch die Flasche, auch dieser Tube, was dazugehört, die Verpackung ist auch super schön. Ist irgendwie prägnant, ist irgendwie anders. Auch Abgang ist mittellang bis hin zu lang. Echt, echt gut. So, ein letztes Mal. Erstens, weil mir das gut schmeckt und zweitens, weil ich das hier nochmal beschreiben möchte, was ich genau im Mund hatte, meine Tasting Notes. Also, lass uns hier wirklich drauf achten. Da habe ich zu viel Wasser reingetan. Keine Angst, ich habe hier noch ein bisschen Bourbon, den ich dazu hinzufügen darf. Gut, jetzt habe ich die Mischung halbwegs gut. Die Beine sind echt richtig süffig, richtig langsam, richtig dick. Richtig gut an der Nase. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Wasser dazu getan. Es ist ein bisschen weniger scharf, aber hat echt nichts da Negatives damit bewirkt, sondern sogar mein Mund, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, hat sich dadurch sogar das verbessert. Kommt im Mund rein. Da bekomme ich als erstes wirklich an, ich will nicht sagen Zuckerwatte, denn das wäre zu süß. Ich brauche etwas, was weniger süß ist als Zuckerwatte. Ich sage Toffifee. Eine Karamell. Dann geht es rüber und da kommt einiges an Noten, wie Tabak. Da kommt hier eine gewisse Kleenote. Da kommt einiges an Holz und Pekan. Ich wiederhole mich beim Bourbon, das weiß ich, und da werde ich irgendwann mal andere auch Dinge im Mund haben, wenn ich Richtung Irland gehe, da wird fruchtiger sein, wenn ich Richtung Japan gehe, da wird ein bisschen rauchiger sein, wenn ich dann Richtung Scotch gehe, da wird auch getreidiger sein und so weiter und fruchtig zum Teil. Aber hier habe ich immer noch das dann da drin. Also dieses Abgang habe ich noch im Mund. Das ist so gut, Leute. Also heute sage ich, und jetzt bin ich im Schwanken. Also 1 minus auf jeden Fall. Ich gehe sogar auf ein 1. Das Zeug ist gut. Bis hin zu sehr gut. Preis-Leistung. 99 Euro ist mir zu teuer. 3. Glatt. Was soll ich sagen? Ich brauche nichts mehr einzukippen. Ich habe noch ein kleines bisschen hier. Richtig, richtig schön. Bourbon, wie ich mir das so vorstelle. Jetzt bin ich gar nicht enttäuscht. Colonel E.H. Taylor, Kentucky Straight Bourbon, Small Batch, finde ich genial. Ist nun Colonel E.H. Taylor Single Barrel besser? Ich habe kein Single Barrel. Falls jemand Single Barrel hat. Ich würde den einzeln testen und auch sogar einen Vergleich machen. Das, was ich bisher online gelesen habe, war, dass der Single Barrel fast immer besser war, aber nicht eine 40- bzw. 50-prozentige Preisaufschlag besser. 4, 5, 8% besser, aber nicht 40, 50% mehr im Preis besser. So, deshalb bin ich gar nicht traurig, dass ich den habe. Werde ich denn 100 € ausgeben für einen Colonel E.H. Taylor? Nicht heute. Wahrscheinlich auch nicht morgen. Wahrscheinlich auch nicht übermorgen. Da werde ich schon lange warten, bis ich das mir gönne. Oder ich lasse es mir schenken. Haha. So, da habe ich auf jeden Fall ein Geburtstagsgeschenk, worüber ich mich sehr freuen würde. Flasche sieht gut aus. Inhalt ist genial. Was will ich noch mehr? So, bitte immer liken. Bitte abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Bitte, bitte, bitte unten diesen Link anschauen. Also ich verlinke sogar zu Amazon und vielleicht sogar, wenn ich es hinkriege, zu Whiskey World, wo man den bestellen kann. Auch bei Amazon, auch wenn du irgendwie denkst, bei Amazon wollte ich kein Whisky bestellen, aber ich brauche Papier oder ich brauche ein Buch oder ich brauche das oder das. Darfst du gerne denn da raufklicken und dann was anderes eintippen, eine Suchmaske. Ich bekomme trotzdem Provision. Wie ich schon vorher erwähnt habe, unten habe ich auch noch diese Audible. Kann ich absolut empfehlen.
benutze ich schon seit Jahren und auch da kann man auch Hörbücher hören, die ich immer unterwegs in mein Auto dabei habe. Und auch wenn ich Sport mache, ab und zu, wenn ich Samples abfülle hier, höre ich in meine Hörbücher hier mal und. Immer gut, ein Hörbuch im Petto zu haben. Und da gibt es tolle Sachen, auch einiges über Whisky denn dabei. So, heute werde ich wirklich auch versuchen, eine Frage des Tages zu haben. Meine Frage heute ist, welcher Whisky war der teuerste, den du jemals hattest? Es kann entweder eine Flasche sein oder ein Sample. Ich habe einmal Glenfarclas 40 Jahre alt probiert. Ein Freund von mir hat diese Flasche. Er hat irgendwie vor 3, 4, 5 Jahren nur 480 Euro dafür bezahlt. Heute liegst du bei 600 bis 800 Euro für die Flasche. Unglaublich. Da dürfte ich ein Sample davon haben. Das war der teuerste, den ich jemals bisher probiert habe. Was war dein Whisky, den du hattest, der am teuersten war? Entweder Sample oder auch deine Flasche. Schreib's unten hin. Das finde ich immer wieder cool, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Okay. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Whisky Jason hier. Alles Gute euch. Bis demnächst. Tschüss.